Leute, heute soll es mal um das Thema Duplizierung gehen. Wir fangen erstmal damit an, wie man überhaupt dupliziert, wie es verkauft wird und wie es denn in den Umlauf kommt, Leute. Also, wir fangen jetzt erstmal an, wie dupt man überhaupt? Man dupt, indem man den Server zum Laggen bringt und dadurch im Prinzip Items verdoppeln kann. Das kann jetzt entweder mit Redstone sein, das kann mit Bots sein, das kann aber auch einfach nur durch einen Bug ausgelöst werden von Griefer Games, durch ein neues Plugin, Leute. Das geht mit vielen verschiedenen Möglichkeiten. So, Leute. Dann kommen wir jetzt zu dem, wie die das überhaupt denn machen. Wie die das denn herstellen. Die dupen das denn immer wieder. Die nutzen diesen Bug so lange aus, wie es überhaupt nur geht. So, Leute, die lagern das denn alles auf zweite Accounts um oder auf ihren Hauptaccount, verstecken das vor dem Plugin, sage ich mal, so dass das von diesen Plugins nicht gelistet werden kann und nicht zu Stein verwandelt werden kann oder mit das Moderator nicht finden können. So, Leute, dann fragt euch, ja, von wem wird es denn überhaupt gekauft? Das wird so gut wie von jedem eigentlich Spieler kauft, der irgendwie reich haben will und der ein bisschen Geld im Hinterkopf hat. Weil ihr müsst wissen, das wird nicht für Ingame-Geld verkauft, das wird meistens für Echtgeld gekauft, Leute. Und da werden Sachen verkauft, wie zum Beispiel Spawner, Endportal-Rahmen oder auch Ingame-Geld wird verkauft, Leute. Aber es ist mittlerweile immer schwerer, diese Sachen, sag ich mal, zu verkaufen an andere Leute. Weil immer mehr Leute irgendwie gegen Duplizierung sind und, ich sag's mal so, da wären auch teilweise Unsummen für Spawner ausgegeben. Keine Ahnung, für einen Stack-Spawner wären da gerne mal 600 Euro oder so ausgegeben. Das sind schon teilweise echte Unsummen, Leute. So, jetzt fragt euch aber, ja, wie will der das denn, wie kann ich das denn überhaupt denn benutzen? Ja, entweder verkauft er die Spawner denn selber gegen Ingame, weil er auf dem Server halt gerne spielt, gegen Ingame-Money und werdet dadurch bekannt und reich. Oder ihr baut damit eine Farm, sodass es nicht auffällt. Aber ihr dürft halt nicht direkt alles auf einmal kaufen, Leute. Und ihr fragt euch nicht, wollen nicht Duplizierer eigentlich jetzt Preise zerstören? Ja, rein theoretisch wollten die eigentlich früher mal die Preise zerstören. Aber mittlerweile haben die bemerkt, dass das Echtgeldhandelgeschäft so lukrativ ist, dass die ihre Waren zurückhalten, mit dieser Preis nicht sinkt und damit die das immer noch konstant für denselben Preis verkaufen können, Leute. Angenommen, ihr habt jetzt ein Produkt, was sich richtig gut verkauft. Ihr würdet es auch nicht in Massen auf den, auf die ganze Welt bringen, weil es sonst der Marktwert sinken würde, ja? Man müsste das immer so einzeln stückweise rausbringen, damit sich das auch dann weiterhin gut verkauft an die Leute, weil die Nachfrage halt immer wieder da ist. Weil Spawner entweder mal geklaut werden, geschnappt werden, abgebaut werden oder bei Endportal-Rahmen entweder geklärt werden, sonst was. Und die Nachfrage an solchen Dingen ist eigentlich immer da. Dann fragt ihr euch jetzt aber. Tja, das war der letzte Punkt überhaupt, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt mal erstmal bei der Verbreitung. Und wie kommt das denn überhaupt von Spielern in die Hände der Spieler? Ja, ich sag mal, es gab halt früher Duper, die richtig viel dupliziert haben und es dann einfach so gedroppt haben. Sorry, verklickt und seine Mates. Und dadurch sind halt auch die Wirtschaft auf Google Games so, wie sie heute ist, dass manche Köpfe einfach viel zu oft gibt oder durch diese Truhen, die Abge eingeführt hat, oder durch Admin-Items, die dupliziert wurden, Leute. Ja, ich würde sagen, wenn euch dieses kleine Video zur Duplizierung gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Das war eigentlich schon alles, wie man das jetzt aufgezählt hat. Ich hoffe, wie gesagt, ich mache mir nie einen richtigen Stichpunktzettel oder ein Skript für sowas, weil ich da immer gerne frei drauf losrede. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal abonnieren und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.